Grüß dich, herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video und zwar Dubai als Auswanderungsland ist es momentan eine Option. Heute mal ein bisschen ein anderes Video. Ich bin auch hier direkt in Dubai und da viele Anfragen kamen, hey Tobias, wanderst du aktuell aus? Du warst ja jetzt einen Monat in den USA, du bist jetzt in Dubai. Wie machst du es mit der Schule? Wo geht die Reise hin? Habe ich gedacht, mache ich einfach mal diesbezüglich ein Video. Und zwar, mittlerweile ist es so, dass ich mich in Dubai natürlich sehr, sehr gut auskenne. Wir sind hier geschäftlich aktiv, auch schon seit mittlerweile fast 10 Jahren. Und ich war jedes Jahr in der Regel zweimal in Dubai. Ja, sprich, ich war jetzt 16, 17, 18 Mal in Dubai und kenne die wichtigen Spots, habe hier eine große Community aufgebaut. Viele Freunde, die über Jahre hinweg hier schon ausgewandert sind, tolle Business-Optionen oder Business-Modelle aufgebaut haben, teilweise im Immobilienbereich. Online-Marketing, E-Commerce und von überall entsprechend weltweit auch Kundenklientel generiert haben. So, jetzt ist natürlich erstmal die Frage, ist Dubai eine interessante Option? Wie kann man hierhin auswandern? Was sind die Steps? Welche Möglichkeiten gibt es? So, zuallererst ist natürlich immer meine Empfehlung, man sollte sich das Land vor Ort anschauen. Ja? Man hat gesehen, die letzten 2 Jahre, viele Influencer, Online-Marketer, alle sind nach Dubai abgehauen. In Deutschland, Österreich, Schweiz oder generell in Europa gab es viele, die gesagt haben, ich möchte hier nicht mehr bleiben aufgrund der Corona-Situation. Das wurde hier sehr schnell und sehr gut gelöst. In Dubai gab es einen sehr harten Lockdown, aber es waren auch die ersten, die sehr schnell wieder Lockerungen gemacht haben, dass man in Hotels konnte, in Restaurants. Es gab sehr lange eine Maskenpflicht, auch draußen. Das war sogar weiterhin härter als teilweise in Deutschland und Europa. Die wurde jetzt vor kurzem auch abgeschafft. Und die Leute machen hier wirklich ja, komplett, das Leben ist größtenteils so, wie man es aus der Vergangenheit kannte, bis noch vor 2 Jahren vor Corona, als der erste Lockdown in Deutschland kam. Und dementsprechend haben viele gesagt, hey, da ist schön warm, da ist Sonne, da ist das Meer. Und ich kann hier Think Big Mentalität eventuell was aufbauen. Deswegen sind hier viele, viele Menschen hin ausgewandert. Ja? Und grundsätzlich, wenn man hier noch nicht war, da gibt es natürlich sehr viele Vorurteile. Ich schaue das immer sehr gern aus einer Adlerperspektive, auch sehr objektiv an. Ich habe ja viele Vergleiche und ich kann ganz klar sagen, was gefällt mir in Dubai extrem gut und was kann man hier natürlich auch vermissen oder ist nicht so toll wie zum Beispiel in anderen Ländern. Ja? Und dann muss ich immer eine Pro- und Kontraliste machen und schauen, okay, auf was lege ich Wert und worauf ist mein Fokus und was sind meine Prioritäten. Okay? Also zuallererst. Der Vorteil in Dubai ist, dass wenn ich habe zwei Möglichkeiten. Ich kann entweder eine Firma gründen oder ich kann ein Investorenvisum bekommen, wenn ich eine Immobilie beispielsweise kaufe. Und das fängt dann ab 750.000 Dirham. Wenn man das durch 4 teilt, dann bin ich roundabout bei, sagen wir, 180.000 Euro. Das heißt, wenn ich eine Immobilie kaufe, dann habe ich die Möglichkeit für ein Jahr ein sogenanntes Visum zu bekommen, eine Emirates-ID, sprich, dass ich Resident bin und hier auch entsprechend wohnen darf. Auch länger als beim normalen Touristenvisum, wo man nach 3 Monaten natürlich auch aus dem Land wieder ausreisen muss. Und dann staffelt sich das Ganze. Ich glaube, aktuell ist es so, bei 1 Million Dirham, 250.000 Euro, bekommt man 2 Jahre das Visum. Und ab 1,2 Millionen Dirham sind es dann sogar 3 Jahre. Und das Visum kann ich dann entsprechend verlängern. So, die Staffelungen können auch anders sein. Aktuell, das sind die letzten Zahlen, die ich hatte. Und die Option, die die meisten aber nutzen, ist einfach das Thema, dass sie sagen, ich gründe eine Firma. Weil man muss auch ehrlich sein, die meisten, die auswandern, sind ja in der Regel Selbstständige oder Unternehmer, die A, das Kapital haben und B, natürlich auch die Freiheit, von überall aus eventuell arbeiten zu können, sofern sie das Unternehmen vernünftig digitalisiert und automatisiert haben, sodass sie als Eigentümer des Unternehmens von überall auf der Welt auch arbeiten können. Ja? Und dann gibt es zwei Unterschiede. Einmal habe ich die Möglichkeit, ein Businessmodell hier aufzubauen. Dann gründe ich eine Firma in der Mainland Area oder ich gründe eine Firma in den sogenannten Free Zones. Und dann habe ich ja die Möglichkeit, komplett weltweit aktiv Geld einzunehmen. Und das Schöne ist, aktuell ist es so, in Dubai haben wir noch eine sogenannte Territorialbesteuerung. Das heißt, Einkünfte aus dem Ausland sind komplett steuerfrei. Das heißt, ich habe 0% Steuer. Im Jahr 2023 ändert sich das.
Da gibt es eine sogenannte Steuer auf Unternehmensgewinne, die liegt dann bei 9%. Das ist meines Erachtens immer noch absolut akzeptabel im Vergleich zu den Spitzensteuersätzen, was der ein oder andere in Deutschland hat oder in anderen Ländern. Und dann hängt es aber auch davon ab, ist es eine Mainland-Area, wo die Firma ist, wo du aktiv Geld verdienst, dann gibt es Freigrenzen für externe Einkünfte. Das sind umgerechnet bei sogar 70.000 Euro, wenn ich das richtig nachgelesen habe. Und dann gibt es sogar Möglichkeiten, dass weiterhin eine Steuerfreiheit besteht. Und dementsprechend kann man hier sehr, sehr viel managen. Ja, deswegen, oder das ist auch der Grund, warum natürlich sehr viele hierher kommen und sagen: Hey, ich habe 0% Steuer, ich kann hier natürlich leben wie der König in Frankreich. Ja, und das ist sehr, sehr attraktiv. Auf der anderen Seite gibt es dann viele, die sagen: Okay, ich habe natürlich aufgrund der Steuerfreiheit natürlich auch höhere Lebenshaltungskosten. Das ist bedingt richtig. Okay, das hängt immer davon ab, erstmal, wo wähle ich natürlich hinzuziehen. Ja, wenn ich in einer Großstadt lebe in Deutschland und ziehe dort direkt ins Zentrum der Stadt, dann habe ich natürlich auch Mietpreise und Kaufpreise sind exorbitant hoch und so ist das in Dubai natürlich auch. Ja, wenn ich direkt in die Marina gehe oder direkt in Downtown, wo der Burj Khalifa zum Beispiel steht, dann ist es dort natürlich verhältnismäßig teurer, als wenn ich in Areas gehe, zum Beispiel in zweiter Reihe, wo man Preise hat oder auch ein Stück, ja, sag mal 10, 20 Kilometer raus aus Dubai, dann habe ich Preise, die sind verhältnismäßig genauso wie in Deutschland, verhältnismäßig genauso günstig, wenn man das noch günstig nennen kann. Okay? So, dann habe ich Lebenshaltungskosten, die sind verhältnismäßig genauso wie in Deutschland. Es ist als Tourist, wenn man hier ist, natürlich immer ein Unterschied, ob ich im Hotel esse, ins beste Restaurant gehe oder wo ich natürlich auch einkaufen gehe. Man kann hier ganz normal essen für sehr wenig Geld. Man kann hier einkaufen in den Supermärkten, das kostet nicht mehr als in Deutschland. Also hier sind die Lebenshaltungskosten entsprechend fast 1 zu 1 gleich. Die Mietkosten 1 zu 1 gleich. Ich habe keine Steuer. Ich habe im Prinzip, sag mal, 360 Sonnentage im Jahr. Es ist auch meines Erachtens bis Juli hier auszuhalten, wenn man mit der Sonne gut klarkommt. Ab Juli, August, September sind die heftigen Monate. Das ist so, dass hier sehr viele, die hier leben, auch deutsche Auswanderer dann sehr oft nach Europa gehen und dann halt mal ein, zwei Monate überbrücken. Ansonsten ist das hier gut geregelt, ist alles klimatisiert, aber ist natürlich dann extrem heiß. So, der große Vorteil ist, als Auswanderer, wenn ich eine Emirates-ID habe, dann ist mein Wohnsitz hier damit geregelt, dass ich genau wie in Zypern nur 60 Tage im Jahr hier sein muss. Ja, in Zypern meines Wissens ist es so, da wird es sogar kontrolliert, dass man wirklich volle 60 Tage im Jahr auch da ist. Hier reicht es oder hier geht, ja, sag mal, die Regierung, ja, geht davon aus, wenn du zweimal im Jahr ein- und ausreist, dass du dann auf jeden Fall sowieso 60 Tage da bist. Ja? Und so ist das hier geregelt. Ist natürlich sehr spannend, wobei ich ganz klar sagen muss, wer die Idee hat, auszuwandern und möchte Dubai als seine ja, Residenz zukünftig ansehen, der hält sie auf jeden Fall sehr gut 60 Tage aus und kann auch sicherlich sich vorstellen, 3, 4, 5, 6 Monate oder auch 9 Monate im Jahr hier zu verbleiben, wenn es ihm einfach gefällt, weil man hat hier natürlich sehr viele Möglichkeiten, man kann extrem viel erleben. Es ist eigentlich alles da, was man braucht, was Spaß macht. Es gibt auch für Familien, kann ich nur den Tipp geben, es gibt einfach. Ich habe das hier noch nie erlebt. Es gibt keine Kriminalität. Es ist alles so sicher. Ich selber würde meine Familie mit meinen zwei Kids, also meine Frau, meine zwei Kinder, alleine hier in den tiefsten dunklen Ecken laufen lassen. Nachts hätte ich überhaupt gar kein Problem. Es passiert hier einfach nichts. Ja, es ist sehr multikulturell. Die Menschen sind sehr aufgeschlossen. Man darf eins nicht vergessen: Es ist trotzdem ein muslimisches Land und es sind hier sehr harte Regeln. Ja, sehr harte Regeln, wenn man sich dort nicht dran hält. Dann hat man auch wirklich Ärger. Es sind aber meines Erachtens das Gute, das sind alles Regeln, mit denen ich mich als Einwanderer in diesem Land extrem gut anfreunden kann. Und dementsprechend, ich habe damit überhaupt keine Probleme, weil die Regeln, was man nicht darf, das sind Dinge, die ich sowieso nicht mache. Und dementsprechend passt das für mich. Das gilt es aber natürlich vorher für jeden auch individuell zu prüfen. Das heißt, wenn es für dich spannend ist, hier eine Company zu gründen, das mal
oder auch in Immobilien zu investieren. Wir haben für beides entsprechend Top-Kontakte. Wir haben hier ja auch Immobilienprojekt mitvermittelt. Jetzt steht gerade das nächste, das zweite, das dritte. Also das zweite ist schon verkauft, das dritte aus, das vierte ist in Planung. Und das ist sehr spannend. Also als Investor, vor allem sind es Objekte auch spannend, wo man sehr gut selber drin leben kann, wenn man das möchte. Ansonsten zieht man irgendwo hin, zahlt Miete und generiert dann entsprechend den Cashflow durch die gute Mietrendite. Wenn man da zwei, drei Objekte hat, dann ist das hochlukrativ und hoch spannend. Und auch für Firmengründungen haben wir hier ein sensationelles Netzwerk. Das heißt, wenn das für dich spannend ist, dann schreib gerne auf Instagram, Facebook, ja, schreib einen Kommentar. Meine Social Media Managerin wird sich dann bei dir melden. Und das war erstmal so der grobe Abriss. Ist es interessant, nach Dubai auszuwandern? Meines Erachtens absolutes Ja. Die Vorteile liegen klar auf der Hand. Ja, und dementsprechend like gern das Video, lass einen Kommentar drunter, teile es auch mit Freunden und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Dein Tobias Retthaber, Cashflow-Experte Nummer 1.